Hallo zusammen, hier ist wieder Telar und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg Großartiger Gourmand des Rubinfestmahls. Und was müssen wir dafür machen? Genießt alle Gerichte, die beim Rubinfestmahl in Waldracken serviert werden. Das sind insgesamt, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 20 Stück zusammen. Und wo können wir die finden? Wir müssen einmal nach Waldracken, hier auf die Koordinaten 6011. Und dort in diesem kleinen Rundell haben wir einen Tisch auf der linken Seite zu dem Drachen hier. Und da können wir verschiedene Speisen anklicken. Wenn wir die anklicken, kriegt ihr da oben einen Buff drauf. Wie ihr seht, jeden Tag sind 3 Stück da. Es gibt auch hier von dem Kollegen dann jeden Tag eine Quest, wo man dann irgendwo hin muss. Und die Folgequest gibt dann auch als Belohnung einfach diese Speisen nochmal fürs Inventar mit. Also die könnt ihr dann mitnehmen und die bringen halt auch immer irgendwelche Buffs. Seht ihr, mehr Angriffstempo, mehr Angriffskraft. Das geht halt leider nur in den Außenbereichen von den Dracheninseln, aber selbst wenn ihr das Achievement fertig habt und ihr noch am Worldquesten seid oder andere Sachen macht, sind die ganz nett. Und für die nächsten Tage kriegt ihr dann quasi für die Quest immer ein paar mit. Wollt ihr jetzt nur das Achievement machen, schaut da einfach jeden Tag her, klickt die 3 Dinger an, habt 3 fürs Achievement mehr, kommt am nächsten Tag wieder her und so weiter. Ne? Bei mir hat es jetzt über 1,5 Wochen gedauert, um alle zusammenzukriegen, also das ist schon ein bisschen was, ist nicht viel Aufwand, man muss halt bloß jeden Tag einmal dran denken. Und wenn ihr eh schon hier seid, könnt ihr die Quest noch mitnehmen und für die nächsten Tage quasi auch noch die verschiedenen Essen hier eintüten. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ich zeige euch nochmal kurz auf der Map, wo das ist, also hier oben in Waldracken, ne, 6112 in etwa. Und ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.